Veganer sind die konsequentesten unter den Vegetariern. Sie verzichten auf alle tierischen Produkte, sogar Honig. Je eingeschränkter der Speiseplan, desto besser sollte man die Inhaltsstoffe kennen, damit keine Mangelerscheinungen auftreten. Beispiel Eiweiß. Veganer müssen ausreichend Kalorien aufnehmen. Sonst verwendet der Körper das Eiweiß zur Energiegewinnung, statt es in die Muskeln einzubauen. Eiweiß liefern vor allem Hülsenfrüchte und Getreide. Den Kalziumbedarf können Veganer nicht aus Milchprodukten decken. Sie müssen deshalb viel grünes Gemüse wie Spinat, Mangold und Brokkoli essen. Auch Sesam und Haselnüsse enthalten viel Kalzium. Auch bei eisenhaltigen Pflanzen sollten Veganer zuschlagen. Da sind Trockenfrüchte, Hirse, Hülsenfrüchte oder Nüsse zu empfehlen. Das Problemvitamin der Veganer, B12, es kommt nur in tierischen Lebensmitteln vor. Deshalb werden Vitamin-B12-Präparate empfohlen. Ein Vegetarier, der auch Milchprodukte und Eier verzehrt, muss sich da keine Sorgen machen. Seine Ernährung ist ausgewogen. Das ist gerade auch für Kinder wichtig. Sind Vegetarier gesünder? Eindeutig ja. Und sie leben länger. Ob das nur an der Ernährung liegt, ist umstritten. Denn Vegetarier sind gesundheitsbewusster und rauchen meist nicht. Ein Podcast von das Erste.de.